Hallo meine Lieben, hier ist Kerstin von Wölfchens Bastelstube. Ja, diese Karte hier ist eine sogenannte Silvesterkarte. Dinner for One kennt vielleicht jeder. Sirio, Miss Sophie. Diese Karte habe ich euch schon als Kurzvideo hochgeladen. Da könnt ihr mal schauen am Ende des Videos hier. Verlinke ich euch das unter dem i hier oben. Da muss aber erst meine kleine Fee weg sein. Dann seht ihr auch das i und dann könnt ihr mal nachschauen, welches Video ich meine. Ja, und so eine ähnliche Karte basteln wir heute. Ich habe mir dazu schon einiges zugeschnitten und zwar hier einen weißen Farbkarton in 21 mal 21 cm gefalzt habe ich mir den bei 10,5 und dann habe ich mir hier ein Designerpapier zugeschnitten und das ist aus der Reihe Miss Sophie und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist es hier mit Miss Sophie James Chirio von Schneider. Ja, und ganz, ganz, ganz viele Schriften sind hier drauf. Und ich fand das Designerpapier so toll. Und es passt ja auch zu dem Thema Dinner for One zum Jahreswechsel. So, ich will mit euch heute eine Einladungskarte basteln. Dazu habe ich mir hier schon Einladung zur Silvesterparty ausgedruckt. Ich habe mir das mit meinem Drucker ausgedruckt und habe das dann hier ausgeschnitten und schon einmal aufgeklebt. Und hier habe ich ein so ein kariertes, schwarz-weiß kariertes Papier. Das hat ein Maß von 10 cm mal 3,5. Und das kleben wir uns auch gleich hier drauf. Zuerst werden wir hier unser Designerpapier aufkleben auf die Karte. Die ist hier in DIN Lang, in Hochformat gearbeitet. Die andere war ja auch DIN Lang, aber im Querformat. So, jetzt machen wir uns hier noch ein bisschen Kleber drauf. Weiß gar nicht, was macht ihr Silvester? Bekommt ihr Besuch? Seid ihr eingeladen? Oder seid ihr sogar irgendwo im Theater oder Musical? Oder seid ihr sogar auf dem Schiff oder ja, Urlaub auf dem Schiff irgendwo und schippert euch das Ganze hier einmal ja, Silvester um die Welt, hätte ich bald gesagt, aber so ein kleines bisschen. Ja, schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr so an Silvester macht. Ich kann euch eins verraten, wir sind zu Hause und bekommen natürlich Besuch. Und da will ich euch noch morgen solche Silvester-Goodies vorstellen, die ich mit euch basteln werde und die auf meinem Tisch dann für meine Gäste kommen. So, seht ihr, in der Zeit habe ich hier mein Designerpapier aufgeklebt und jetzt können wir hier unser kariertes Papier, das soll der Fußboden so ein bisschen darstellen von der Karte hier. So, und hier einfach so unten mit drauf kleben. So, dann habe ich mir hier diesen Butler, der Prost macht oder Cheerio, wie es ja im Film immer ist. Und hier die Miss Sophie mit ihrem tollen Stuhl. Und natürlich darf das Tigerfell auch nicht fehlen. Das habe ich schon im Vorfeld koloriert, weil das Video sonst nachher auch zu lang wird. So, dann tue ich erstmal die Miss Sophie hier auf dem Stuhl kleben.
einfach hier so zwischenstecken. Die Stanzformen sind von Charlie und Paulchen. Ich schreibe euch wie immer das unterm Video in die Infobox. So. Jetzt habe ich hier die Miss Sophie auch einmal hier drapiert und klebe uns die jetzt auf. Ich überlege gerade, ob ich die hier so ein bisschen höher mache ich auch. Ich werde die ein bisschen mit Abstandspads hier aufkleben, dass es einfach ein bisschen plastischer ist, die ganze Szenerie. So. Ich finde die Stanzform hier so niedlich, so toll. Und das ist auch mal was ganz anderes als wie die typischen Silvester Karten oder Verpackungen, die man so hat. Muss es natürlich auch geben, na klar. Aber ich fand das hier dieses Jahr super schön mit dem Dinner for One hier. So, jetzt ist die Miss Sophie schon platziert. Jetzt kleben wir uns hier noch unser Tigerfell mit auf. Vielleicht hat der eine oder andere sich das Set auch gekauft und hat es einfach noch gar nicht verarbeitet, weil ihm einfach die Ideen dazu gefehlt haben. Ich finde das total schön hier und deshalb wollte ich euch das gar nicht vorenthalten und mit euch hier heute die Karte machen. So, nur noch hier die Trägerfolie entfernen. Koloriert habe ich übrigens das Ganze mit den Karin Brush Marker. Die könnt ihr auch hier bei Charlie und Paulchen kaufen oder auch beim großen A, da gibt es die auch, wie ihr möchtet. Oder ihr nehmt eure Aquarellfarben und Marker, die ihr zu Hause habt. Aber wie gesagt, wen es interessiert, ich habe hier die Brushmarker von Karin benutzt dafür. So, jetzt haben wir uns das hier aufgeklebt. Der Butler prostet der Miss Sophie zu. Und dann können wir auch hier uns schon einmal den Spruch aufkleben. Wie gesagt, das ging ja wirklich heute hier schnell mit uns. Vorbereitung ist das halbe Leben, sagt man ja immer, ne? So. Habt ihr auch so ein Schiedwetter wie hier bei uns? Also es regnet an einem Stück. Dann habe ich lieber ein bisschen Schnee. Puderschnee reicht ja auch so ein bisschen, ne, dann sieht es wenigstens halbwegs nach Weihnachten aus, aber dieses triste Grau in Grau mit dem Regen, das, ja, da kriegt man Depressionen von. Wollen wir nicht, machen wir nicht, darum basteln wir heute eine Karte für unsere Silvesterparty. So, die geht nämlich noch jetzt vor Weihnachten auf die Reise. Und dann können meine Gäste sich dementsprechend schon einrichten dazu. Natürlich habe ich noch mehrere Karten gemacht, aber mit euch wollte ich hier heute die eine noch verfilmen. So. Und hier einfach hier oben drauf. Genau, und ein paar schöne Strasssteinchen brauchen wir ja auch noch dazu.
kriege die immer so schlecht hier raus aus meiner Verpackung, wie ihr unschwer sehen könnt, hakt es immer. So, und dann kriegen wir hier noch ein paar kleine Strasssteinchen. So, haben wir noch ganz kleine? Ja, hier hinten. So, genau. Das reicht mir hier auch schon mit meiner Karte hier. Schaut mal, ist die nicht zucker, zucker, zucker süß? Ich kann mich gar nicht satt sehen an diese Szenerie. Dinner for One ist ja, ich sag mal, ein Begriff und ja. Ich finde das total mega schön. Ja, meine Lieben, das war's heute. Eine ganz schnelle Karte. Soll ja auch noch schnell auf den Weg gehen. Die Einladungskarte für die Silvesterparty. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich hier beim Basteln. Und über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich riesig, riesig, riesig freuen. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der macht das doch jetzt. Der ist kostenlos und ihr verpasst dann auch kein Video mehr von mir. Dann sage ich Tschüss, bis morgen zu unserem Silvester-Goodie für das Tisch-Goodie. Ich freue mich schon auf euch und sage Tschüss, eure Kerstin. Tschüss.